Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Pokémon Sonne und Mond Wi-Fi Battle. Das sollte jetzt das zweite der Reihe sein. Wieder mit dem gleichen Team. Team ist in der Videobeschreibung entweder TeamTube oder eine Pastebin mit dem Team. Wie beim letzten Mal schon gesagt, weiß ich noch nicht, ob ich eine TeamTube machen werde. So wie es aktuell aussieht, wahrscheinlich eher nicht. Sehen wir dann aber, ob ich dann doch auch irgendwann Lust dazu habe. Ich stelle mir eben Musik ein, und zwar hätte ich gerne... ich hätte gerne den Inselkönig. So, Kampf beginnen. Wir spielen heute gegen den Johannes. Was ist sein Twitter-Ad? @jgasper1337. Das ist der Twitter-Ad. Okay, hier sehen wir ein Team. Ich mache eben einen Screenshot. Das heißt, ihr werdet es eben... Nee, werdet ihr tatsächlich nicht. Habe ich ja schön gemacht. Das Snipping tue ich diesmal auf der anderen Seite. Ich mache mal selbst einen Screenshot von meinem Team noch mit, damit ich das auch noch da habe. Dann vergesse ich wenigstens nicht, welche Mons ich habe. Das könnte vorteilhaft sein. So. Womit könnte man leaden? Also er hat einen Quillfisch, also einen Baldorfisch. Ach Gott, deutsche Namen. Ich versuch's. Er hat einen Baldorfisch. Das ist eventuell ungünstig. Ich will auch nicht mit Vili dagegen leaden. Der kriegt halt 1 Million Spikes. Wie viel Schaden macht denn Bujelin dagegen? Das interessiert mich jetzt gerade. Floatzel. Das ist mein Floatzel gegen ein Quillfisch NU Spikes. Nehmen wir das mal, das sollte schon hinkommen. So, HP Electric macht um die 60-70%. Das heißt, das kann ich schon mal drücken. Okay, ich glaube, ich mache den Floatzel Lead. wenn er mit Vesprit leaden sollte, was ich nicht glaube, dann kann ich immer noch einfach in Skuntank rausgehen. Schlimmste, was passieren kann, ist, dass er U-Turn, dann habe ich halt so 10% Schaden auf meinem Skuntank. So, oh mein Gott, ist ja schrecklich. Er hat auch ein normales Raichu, das ist ziemlich gefährlich. Aber ich sollte mit meinem Vili dagegen ankommen können. Ist halt kein Alola-Raichu mit Psychokinese, also komme ich schon klar. Ich komme da klar. So. Dann wähle dein Team aus. Oh, hast noch eine Sekunde? Okay, hat's noch rechtzeitig gemacht. Das ist gut. Hat keine Pose eingestellt. Johannes, ich bin enttäuscht. Wie kannst du es wagen? Wie kannst du es wagen? So. Pokémon-Trainer Johannes wollte ich heraus. Macht euch den Punkt am Bingo, ich habe es gesagt. So, ich habe noch eben schon auf Twitter geguckt, ob er was geschrieben hat. Hat aber nicht. Und dann sehen wir jetzt, was ist sein Lied? Jiraiya, ist das... Oh, 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 oh. Das ist natürlich jetzt nicht so geil. Shiftry habe ich eher ungern als Gegner am Anfang. Ice Beam ist ein Roll Focus Blast Kill Safe. Okay. Ich hätte halt mein Skuntank switchen. Aber das will ich eigentlich nicht direkt riskieren. Deswegen denke ich mal, ich werde ihm einfach mal einen Focus Blast mitgeben. Wäre es schlimm, wenn ich den misse und sterbe? Brauche ich dieses Mon unbedingt? Nicht, eigentlich nicht. Ich kann das eigentlich riskieren. Ich kann es riskieren. Will ich es riskieren? Ja. Habe ich jetzt gerade Lust drauf. Wechselt raus. Okay. Dann habe ich alles richtig gemacht mit dem Drinbleiben. Geht in Baldorfisch. Geil. Wenn ich das treffe, ist ein HP Electric Range. Höchstwahrscheinlich. Also das zu treffen wäre jetzt schon optimal. Und... okay, hab's getroffen. Das ist sehr schön. So. Ah, das ist nicht ganz HP Electric Range. Habe ich da eine schlechte Roll bekommen? Ist es eine schlechte Roll? Oder habe ich gerade einfach auf die falsche Move geguckt? Mann, ich hätte eine sehr gute Roll bekommen müssen. Damit ich mit HP Electric eine Roll habe. Also HP Electric ist immer noch eine Roll, weil das halt über 70% macht. Es macht halt Max Damage. Wobei ich kalk nicht auf Level 50. Das heißt, ich mache wahrscheinlich nochmal ein bisschen mehr. Also kalk ich mal eben auf Level 50. Ja, 73,8 ist mein Max-Damage und 62,2 mein Min-Damage. Das heißt, mit einer Roll könnte ich ihn jetzt hier ausnocken. Aber er kann mir halt eh nichts. Das Stärkste, was er mir machen könnte, wäre Scald. Und ich will nicht, dass er 1 Million Spikes rauslegt, also liegt wirklich auf Kraftreserve. So, komm schon. Box ihn um. Bitte kill. Schade, Roll nicht bekommen. Aber ich habe ihn auf jeden Fall low gekriegt. Das ist etwas. Und er kriegt damit nur einen Spike raus und den kann ich halt später mal wegdefoggen. So, will ich hier nochmal HP Electric drücken oder drücke ich jetzt Ice Beam? Also Ice Beam killt halt und HP Electric ist gegen das ganz restliche Team stärker. Also werde ich jetzt hier auf Eisstrahl drücken. Das sollte definitiv
mehr Schaden gegen alles machen. Außer halt Baldurfisch, aber Baldurfisch ist eh low. Dann drücke ich den Eisstrahl. Und mit ein bisschen Glück wechselt er sogar raus. Also ich wüsste nicht, warum er das machen sollte. Aber vielleicht will er später nochmal einen Spike rausbekommen. Man weiß ja nie, aber ich glaube nicht, dass er das machen sollte. Also ich halte es für eine schlechte Idee. Außer er will irgendwann mal die Double Edge von einem Kangama schwächen. Das könnte sein, aber ich glaube es nicht. Ich glaube es nicht. Ich rechne hier stark damit, dass er das Ding einfach abwirft. Und selbst dann habe ich halt mit Eisstrahl auch nichts falsch gemacht, ne? Also, Eisstrahl passt hier schon. Okay, bleibt drin und damit ist Baldurfisch weg. Heißt, es ist nur ein Layer Spikes rausgekommen. Und, ja, wir haben damit das Schlimmste verhindert. So, ganz viele Layer Spikes hätte ich jetzt nicht unbedingt draußen haben wollen. So, was kommt als nächstes? Ich tippe mal auf Raichu. Raichu kann ich mir sehr gut vorstellen. Sehr gut kann ich mir das vorstellen. Und Raichu ist halt schneller als ich. Oder? Nee, ist es nicht. Ist es nicht, oder? Doch, ist es. Ist es. Oder nee, wir speedtime, glaube ich. Warte. Nee, ich bin schneller. Ich bin schneller als Raichu. Okay, dann sollte Raichu jetzt nicht rauskommen, weil es an der Hydro Pump down geht. Es kommt aber raus. Nee, es geht nicht an der Hydro Pump down. Ach so, okay. Okay, das überlebt. Nee, dann will ich das hier nicht machen. Dann will ich rausgehen auf meinen Vilie. Wenn ich den nicht one-hitten kann, dann sehe ich das gar nicht ein. Dafür brauche ich erstmal Rocks. Und wenn er Life-Op ist, Life-Op-Damage. Und Donnerblitz. Ja, das macht mir nichts. Und Hidden Power Ice ist jetzt auch nicht so stark. Wie viel macht mir der Hidden Power Ice? Warte mal. Ne, da kann ja auch Focus Blast. Oh, RIP, da muss ich raus. Gut, dass ich daran gedacht habe. Wie heißt Vilie? Fuck, wer heißt Vilie? Ich guck's nach. Ich hab's beim letzten Mal schon vergessen, glaube ich. Slash. Vilie. Cradily, genau. Genau. Cradily. So, ich bin noch auf dem falschen Level. 50. So, der Focus Blast macht bis zu 60%. Ich könnte hier einfach mal hochrecovern, aber ich will nicht, dass er mir ins Gesicht boxt. Deswegen werde ich jetzt hier Tarnstelle legen. Wenn er mich angreift, ist er in Hydro Pump Range. Ich könnte auch Gigasauger drücken. Dabei verliere ich eigentlich auch nicht viel. Ich will Tarnsteine. Ich werde später Edifong, er legt reingeschmied. Oh fuck man. Hätte ich den mal lieber angegriffen. Gigasauger macht halt. Rockslide macht sogar 50% halt. So. Focus Blast killt mich. Ich kann Urikorio gehen. Aber ich kann auf den Donnerblitz eh nichts reinholen. Okay. Okay, okay, okay. Will ich das Ding hier abwerfen? Es ist halt eigentlich super cool zu haben, ne? Aber ich brauche es nicht. Ja, ich werfe das ab. Greif mich ruhig an, ich drück Gigasauger. Vielleicht misst du ja deinen Focus Blast. Was er tut. Okay, sehr schön. Tut mir natürlich ein bisschen leid für ihn. Aber passiert, wenn man Focus Blast spielt. Ich hätte meinen auch missen können. Ich musste ja auch überlegen, kann ich das riskieren? Er muss es hier, glaube ich, mehr oder weniger riskieren, weil sonst kriegt der Vili halt nicht wirklich kaputt. Also, er wird es halt schon kaputt bekommen. Aber Vili, weil Vili macht halt auch nichts im Return. Es würde halt einfach 3 Jahre dauern, wenn Vili hier gegen was kämpfen muss. Jetzt drücke ich Steinhagel. Weil Focus Blast one-shottet mich eh, ne? Und Gigasauger war halt einfach garantierter Schaden, den ich bekomme. Und Steinhagel kann ich jetzt auch einfach drücken. Hier passiert eh nichts. So, weg ist Vilie. Ich meine natürlich Lilie, aber falsch geschrieben. Ja, ihr wisst schon, ne? So. Dann bringe ich jetzt hier meinen Floatzel rein. Ne, warte. Kann ich den einfach umboxen mit Fake Out? Mit Kangama? Kangaskhan. 50. Fake Out macht 42% Min. Jo, ich kann ihn einfach Fake Outen, da passiert nichts. Da passiert mir gar nichts bei.
Und ich habe lieber das Mon drin als Flozel. Ja, gehe ich doch einfach in mein wunderschönes Kangama. Er ist natürlich blöd, dass er den Focus Blast gemisst hat. Dann hätte ich jetzt nämlich einen Hydro Pump riskieren müssen. Oder ich hätte meinen Mon abgeworfen, hätte dann gefake-outet. Oder ich hätte hier 50-50s mit Tiefschlag eingehen müssen. So, jetzt drücke ich auf jeden Fall Morihip. Egal, was er reinbringt, wäre mir jetzt, fände ich jetzt nicht schlimm, wenn es reinkommt. Wäre jetzt halt nicht das Schrecklichste, was passieren kann. So, ich markiere mir auch mal eben, dass mein Biele kaputt gegangen ist. So, Raichu ist auch weg. Haben wir das Problem ausgeschaltet. Ja, er hätte vielleicht statt Live Orb einfach den Z-Move spielen sollen. Dann hätte ich da auf jeden Fall mit meinem... wobei, er hätte der Live Orb halt nicht gekillt. Der Focus Blast wahrscheinlich nicht gekillt. Okay, macht schon Sinn. Macht schon Sinn, ja, ja. Passt schon, passt schon. Ich glaube, da hat der Z-Move mir jetzt auch nichts gebracht. Außer, es wäre der Z-Fighting-Move gewesen. Aber ich wüsste nicht, warum man den Z-Fighting-Move spielen will, außer explizit für Vili. Aber Vili ist jetzt halt nicht so das häufig gesehene Mon. Ist es in der Tat nicht. So, was wird mir jetzt reinkommen? Ich tippe mal auf, hier, wie heißt das? Zwirfens, genau. Weil das, also ich werde es wahrscheinlich tweeten, aber der könnte Will-O-Wisp haben. Aber der überlegt ganz schön lange. Ich weiß nicht, ob der Will-O-Wisp hat. Ich weiß nicht, ob der Will-O-Wisp hat. Wenn das Zwirfens reinkommt, gehe ich auf jeden Fall hart in Strepoli. Strepoli macht es grundsätzlich einen ziemlich geilen Job. Ich kann einfach gratis Knockoff drücken dann. Okay, geht in McMortar. Okay, Kangama, wie viel machst du gegen einen McMortar? McMortar. Also ich bin schon mal für gewöhnlich schneller als McMortar, außer es ist jetzt halt Timid. Und Double Edge wird den ausknocken. Aber der wird wohl Timid sein, sonst wäre der hier nicht reingekommen. Oder ist gescarft. So, jetzt muss ich rausfinden, warum er hier reinkommt. Also ich hätte mein Kangama schon gerne noch, ne? Das ist schon ziemlich gut. Skuntank hätte ich auch gerne noch. Ich könnte in Floatzel gehen, aber das will ich eigentlich gerne reinbringen gleich. Ich glaube, wenn, dann muss ich Skuntank abwerfen. Ja, wenn, dann werfe ich Skuntank ab, also hole ich Skuntank rein. Ist der Scarf? Also er ist entweder Scarf oder Timid. Ich glaube, er hat gerade gekalkt, ob ich hart bin. Und weil er Timid ist, ist er jetzt schneller als ich. Und drückt jetzt auf Fire Blast. Oder Focus Blast. Focus Blast wäre mir lieber, genau, weil mich das nicht unboxt. Und dann kriege ich noch einen Sucker Punch raus. Oh, ich glaube, ich hätte auch einen Fire Blast überlebt. So. Muss ich hier Sucker drücken? Der ist nämlich hier Timid. Ich habe aber kein Speed Investment, ne? Oder doch, ich habe schon Speed Investment, aber ich habe nicht so viel... Oder doch, ich bin Max. Bin ich Max? Ach Gott. Ich weiß schon nicht mehr, was ich bin, solange es der letzte Kampf wäre. Doch, ich bin Max Speed. Ich bin schneller. Nee, ich bin Element. Ich bin nicht schneller. Er ist schneller, weil er Timid ist. Dann drücke ich jetzt hier auf Tiefschlag oder Verfolgung? Tiefschlag. Wenn er rauswechselt, nimmt er halt Rocks Damage. Damit kann ich leben. Okay. So, Tiefschlag reingehauen. Er drückt Erdbeben. Skuntank geht drauf. Passt aber, damit kann ich leben. Denn jetzt kann ich einfach mein Kangama wieder rein und auf Fake Out drücken, richtig? Kangama. Level 50. Fake Out 32-38%. Und ich habe Sucker Punch. Ja, das kann ich machen. Ich kann jetzt hier in Kangama gehen und Fake Out drücken. Dabei sollte mir nichts passieren können. Fake Out sollte mit einer Roll sogar ausnocken. So, dann drücke ich jetzt hier auf Fake Out. Wenn er rauswechselt, ist nicht schlimm. Kriege ich halt Fake Out Damage irgendwo drauf. Und das Mon hier ist eh low. Also das passt schon. So, jetzt ist mein Skuntank auch weg. Das markiere ich mir auch eben. So, draußen bellt ein Hund. Das ist super. Und nervt mich nur minimal. Och, das sieht so super aus, wenn ich mir hier diesen Kampf so... Also wenn ich mir hier dieses Bild so angucke, das finde ich ja so schön, wenn halt die Trainer dahinter sind, dann hast du auch ein Gefühl dafür, wie groß das Pokémon ist. Naja, und ich finde die Größe von Kangama tatsächlich sehr angenehm. Wenn man das hier so an seinem Trainer stehen sieht.
Finde ich cool. Bin Fan. Hat Sonne und Mond gut gemacht. Okay, er wechselt raus. Das heißt, ich krieg auf jeden Fall schon mal Fake-Out-Damage irgendwo drauf. Geht in Vesprit. So, das nimmt Blocks-Damage und das nimmt Fake-Out-Damage. Und dann kann ich auch irgendwie bestimmen, was das für ein Vesprit ist. Wenn das Vesprit nicht Max-Speed ist, bin ich schneller. So, jetzt muss ich mal den Kalk machen. Das waren jetzt... Der hat jetzt ungefähr 35... Na, sagen wir mal, 40% Schaden bekommen mit Rocks. Rocks sind 12,5%. Oder 12? 12,5? 12? Irgendwie sowas. Sollten 12,5 sein. Dann habe ich ihm jetzt auch so 28,5% gemacht. Wenn ich mich nicht verrechnet habe. Ja, so, dann machen wir mal den Kalk mit Mesprit. Mesprit ist das einfach nur offensiv. Ja. Das ist einfach ein offensives, okay. Dann ist er natürlich schneller als ich und er könnte mich angreifen. Und Tiefschlag macht halt gar nichts, wenn er Cobblberry ist, was ich mal stark meine. Stärkste, was mir kann, ist Psyche, das macht 53%. Das heißt, ich will ihn hier nicht double-edgen. Muss ich aber. Und deswegen mache ich das auch einfach. Ich drücke auf Double-Edge. Er legt... Oh, Heilopfer. Der heilt sich wieder voll. Oh, 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 oh. Das ist blöd. Immerhin ist Vesprit weg. Aber das McMortar lebt wieder. Hat natürlich auch den Vorteil, dass ich mit meinem Urikorio einfach mal einen Z-Move draufhauen kann. Das ist immer geil. So, da kommt Eugene. Der nimmt aber Rocks Damage erst, nachdem er geheilt wurde, richtig? Ja, okay. Das heißt, Rocks Damage kommt auf jeden Fall drauf. Das ist schön. So, und wenn ich jetzt überlegen müsste, welches Mon ich abwerfen will... Dann würde ich... Dafür muss ich den Kalk erstmal machen. Ich würde einfach Kangama abwerfen, oder? Ja, ich würde einfach Kangama abwerfen. Drück auf Tiefschlag. Hier, greif mich an, box mich um. Ich box gleich zurück. So. Nimm das. Oh, und Crit. Okay, er trifft wenigstens. Das wäre jetzt richtig bitter gewesen für ihn, wenn er den noch verfehlt hätte. So. Ich weiß nämlich nicht, ob der Offensivfeste ist. Weil Live-Op ist er ja offensichtlich nicht. So, dann bringe ich jetzt hier... So, jetzt muss ich mal den Kalk machen. Mit Urikorio. Urikorio. Das hier ist ein Ghost-Move. Gegen... McMortar. Assault Vest. Revelation Dance macht 27. Hurricane 33. Ich glaube, ich gehe einfach in meinen Mon hier und dann drücke ich aber den Z-Move, wenn ich sehe, dass es nicht genug Damage ist. Ich glaube, das passt. Ja, ja. Das passt. Warte, und kann ich nicht einfach gegen den Setupen? Nee, der Thunderbolt. Da kann ich nicht gegen Setupen. Also rein theoretisch könnte ich einen Speed-Death Boost mit Carmine nehmen und dann würde ich einen Hit überleben. Der kann kein Damage-Boosting-Item sein. Will ich hier auf Carmine drücken? Nein, will ich nicht, weil ich sonst mit Shadow Sneak umgeboxt werde. So, da sieht man mal. Also drücke ich Z-Move, weil ich sonst nicht kille. Außer ich treffe einen Hurricane und das ist mir zu riskant. Ein Hurricane treffen, ja, ja, das lohnt sich nicht. Ich gebe ihm den Z-Move. So, er bleibt drin. Das heißt, Z-Move könnte gewastet sein, wenn er nicht Offensivweste ist, aber der sieht mir sehr Offensivweste aus. Also wirklich sehr, sehr, sehr Offensivweste. So, das Schlimmste, was passieren könnte, ist, er geht in sein... hier, wie heißt es? Shift-Tree. So, Eugene hier. Der ist gedroppt. So, Shift-Tree. Wie viel machst du mir? Shift-Tree. Sucker Punch boxt mich um. Ich werde aber trotzdem Hurricane drücken, damit er nicht anfangen kann zu SD'en. Vorausgesetzt, ich treffe den Hurricane. Wenn er mich umboxt, dann habe ich halt mein Gürtel, das ich reinholen kann. Ich muss halt nur den Hurricane treffen, wenn er SD'et. Und wenn ich dann am Ende das Matchup Gürtel versus Zirphins tapp, dann habe ich gewonnen.
Weil das gewinnt Gerda mit Knockoff. Okay, da kommt das Shift-Tree wieder rein. So, dann triff mal. Orkan. Ich will nicht, dass er hier hochästiet. Wenn er hochästiet, dann hat Shift-Tree ein Problem. Ich habe den Orkan getroffen und er hat anscheinend echt ästiet. Okay. War auch sein Play, wie ich finde. Musste er machen. Weil sonst verliert er halt einfach. Und jetzt ist er auch verloren. Er musste halt hoffen, dass er den Orkan, dass er dem Orkan dodge oder dass ich was predikte und ein Missplay mache. Er konnte mich jetzt hier nicht einfach mit Sucker Punch angreifen. So, und dem gebe ich jetzt einfach den Revelation Dance. Und besiege ihn danach mit meinem Gerde. So, Wegtanz. So, tanze, kleines Urikorio. Koriogel auf Deutsch. Bam. Das ist eine Menge Damage. Ice Heap. Den überlebe ich nicht. Oder doch, ja. Doch, geil. Der sollte aber Shadow Sneak haben und mich umboxen können. Schätze ich mal. Und wenn nicht, dann nehme ich mir den Kill mit. Dann kriegt Urikorio 3 Kills. Okay, da kommt der Shadow Sneak. Dann hat er den Kill noch bekommen. Gönne ich ihm. So, tschüss, Laszlo. Tschüss. Dann bringe ich jetzt meinen Gerde rein und drücke auf den Knockoff. Hol ihn dir. Die da. Greife an. Mit Abschlag. Okay, der eine Stachlerschaden, der ist natürlich sehr ungünstig. So, Abschlag. Hau drauf. Box ihn um. Ich finde es immer ziemlich lustig, wie man seinen Fighting-Type gegen den Geist reinbringen kann, damit um den Geist zu checken. Das finde ich ja ein bisschen ironisch, weil Geister ja eigentlich gegen die Fighting-Types gut sein sollen, aber irgendwie kommen dann immer die Knockoffs und dann war es das mit den Geistern. Und damit haben wir das mit 2-0 gewonnen. GG. War cool. Also, ich hätte mit Raichu definitiv noch Probleme bekommen, wenn er den Focus Blast nicht verfehlt hätte. Das Magbrand war echt gefährlich. Genauso wie Shift-Tree am Ende echt gefährlich war, wenn ich den Orkan nicht getroffen hätte, wäre ein Problem geworden. Wobei ich ihn einfach mit Drain Punch hätte umboxen können, schätze ich mal. Ich hätte dann einen Hit überlebt und dann wäre ich wieder fast voll gewesen. Und dann hätte ich halt mit Bulk Up gegen Zwirfins gegen kämpfen müssen. Wäre aber auf jeden Fall dann noch ein bisschen knapper geworden. Und vielleicht hätte er sogar mehrere Sword Stance rausbekommen, ne? Wer weiß. Oder hätte mich mit Deathblade gequittet. Hätte alles passieren können. Ja, war aber auf jeden Fall cool. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.